und ein paar kleine Tricks anwenden, um wieder zu heilen. Und dann kann dieser ganze Transhumanismus uns gar nicht betreffen. Solange wir im Herzen sind und diese trinären Felder im Herzen fühlen, wird uns die Fremdbeeinflussung immer als Fremdbeeinflussung bewusst werden. Solange ich mich aber mit dem Binären, mit meinem Ego, mit meinem Denken identifiziere, kann ich mich selber nicht unterscheiden von diesen Feldern und dann bin ich übernehmbar. Dann bin ich spielbar wie ein Klavier. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Like yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Fühlt euch gedrückt. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein, welches heißt Harald Kautz, Weller über Fleischkonsum, Entgiftung und Morgeltons. Morgeltons? Morgelons. Ich weiß nicht, was das ist, meine lieben Freunde, aber... Ich habe mir das kurz reingezogen und ich fand es ein interessantes Video. Es geht nur 5 Minuten. Die Qualität vom Video ist auch nicht gerade top, aber ich fand das Gesagte so interessant, dass ich mir gesagt habe, ey, das müssen wir im Stream reinziehen. Ja, Mann, Alter, da gehen wir jetzt rein. Gerne jetzt schon mal Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben und den Kanal natürlich abonnieren. Ich liebe euch. Wir gehen rein in den Laden. Let's go. I like that. I like that. Da gibt es ganz viele Dinge, die sind notwendige Bedingungen für eine Morgellon-Infektion. Wir müssen unseren... Für eine Morgello, noch nie gehört. Arm ruinieren mit Glyphosat, genmanipulierter Nahrung, war da noch was? Und Schwermetalle tun einiges dazu im Darmbereich. Wir müssen unsere Leber und unser Candida-Milieu ruinieren mit Antibiotika. Und Antimikotika und sonstigen Chemikalien, die wir zu uns nehmen. Parasiten sind es. Und das ist sozusagen die Selbstzerstörung, die wir betreiben, die unseren Körper in so einen übersäuerten Zustand bringt, übersäuert und schwermetallvergiftet, dass unser Körper sagt... Und das sagen so viele Leute, die sich mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen, zum Beispiel auch Dr. Sebi und so, dass wir uns basisch ernähren sollten, weil das eine viel bessere Umgebung ist und eine viel schlechtere Umgebung ist für Pilze und für diese Parasitensachen und so, die wir heutzutage leider sehr oft verbreitet in unseren Mägen haben. Lass die Pilze doch wachsen, wenigstens räumen diese Pilze ein bisschen was von der Schwermetalllast von uns weg, kapseln das ein. Ah, okay, da wachsen Pilze, ja, Mann, Digga. Das ist sozusagen der letzte Hilferuf von einem Missstand, den... Ich habe auch Probleme mit meinem Magen teilweise. Seitdem ich angefangen habe, diese ganzen Dinge wie Schwarzkümmelöl, Sea Moss und ja, diese ganzen gesundheitlichen... Ich habe auch angefangen mit diesem Propolis, Bipropolis von Bienen und so. Seitdem ich mehr auf meine Gesundheit achte, aufgehört, Süßigkeiten zu essen und so, ist es besser geworden, aber ich habe schon immer Magenprobleme gehabt. So. Und die Besserung hat bei mir angefangen, als ich aufgehört habe, Milchprodukte zu essen. Da habe ich eine viel bessere, also da habe ich auf jeden Fall so gefühlt eine viel bessere Magenschleimhaut bekommen und so. Mein Magen war nicht mehr so oft gereizt. Und jetzt, nachdem ich den nächsten Schritt gemacht habe und auch viele negative Lebensmittel aus der Ernährung rausverbannt habe, auch besser geworden, aber ich glaube, da geht noch was. Und selber zufügen. Und wir müssen einfach nur aufhören, uns das selber zuzufügen. Und ein paar kleine Tricks anwenden, um wieder zu heilen. Und dann kann dieser ganze Transhumanismus uns gar nicht betreffen. Genau das Gleiche mit Bewusstseinskontrolle. Bewusstseinskontrolle ist so ein frontisches oder reptiloides System. Solange wir im Herzen sind und diese trinären Felder im Herzen fühlen, wird uns die Fremdbeeinflussung immer als Fremdbeeinflussung bewusst werden. Das hat er geil ausgedrückt, ne? Das ist auch das, was mir immer bewusster geworden ist, mit der Steigerung meines eigenen Bewusstseins. So. Umso mehr du im Herzen bist, umso mehr du im Hier und Jetzt bist, umso mehr du im Moment bist, umso bewusster du als Mensch bist und die Dinge wirklich wahrnimmst, umso mehr wird dir bewusst, was eigentlich mit dir passiert ist. In welche Richtung du programmiert wurdest, was für Eigenschaften du an dir hast, die eigentlich gar nicht von dir kommen, welche Lebensmittel dir nicht gut tun, welche, Gewohnheiten dir nicht gut tun, weil du nie richtig bewusst wahrgenommen hast, was du eigentlich tust, Digga. Weißt du, was ich meine?
Das ist sehr schön auf den Punkt gebracht und das ist auch das, was ich immer versuche zu sagen. Umso bewusster du als Mensch wirst, umso mehr nimmst du wahr, was um dich herum passiert und was in dir passiert und diese ganzen Sachen so, weißt du? Bewusstsein ist key, sein Vater. So. Können wir einfach sagen, aha, da funkt mal wieder jemand, aber das bin ich nicht. Und damit ist das ein Witz. Morgens ein halber Teelöffel Natron plus ein halber Teelöffel Himalaya-Salz in ein halbes Glas warmes Wasser. Geil. Geht auch mehr Salz, Bruder? Weil das Himalaya-Salz, was ich hier habe, das, was ich konsumiert habe, ich bin mir nicht sicher, ob da Fluorid drin ist, weißt du? Solange ich mich aber mit dem Binären, mit meinem Ego, mit meinem Denken identifiziere, kann ich mich selber nicht unterscheiden von diesen Feldern und dann bin ich übernehmbar. Dann bin ich spielbar wie ein Klavier. Schwör's dir, Digga. Da bin ich übernehmbar, da bin ich spielbar wie ein Klavier. Wie 90% der Gesellschaft während Corona. So. Und die, die bewusst sind und checken, was gerade abgeht, sind dann die Verrückten. Mann, nehmt euch das zu Herzen, Freunde. Ich schwör's dir, das, was er sagt, ist 100% true. Also, sehr einfache Lösung. Wir müssen nur diesen Schritt gehen. Und das sind einfach Dinge, wenn man die weiß, gerade im Bereich der Ernährung und Körperpflege. Der Körper ist unser Tempel. Was ich morgens mache auf jeden Fall, der Körper ist unser Tempel, sehr gute, hat er sehr schön ausgedrückt. Was ich auf jeden Fall jeden Morgen mache, ist eine frisch gepresste Zitrone. Da kommt dann rein Simos. Apfelessig und Chlorophylla, ja, kann man sich auch mal mit beschäftigen, ist sehr wichtig für Pflanzen. Kreatin und halber Liter Wasser, so, weißt du, eigentlich könnte ich Natron eigentlich noch mit reinmachen einfach, oder? Auf entspannt. Schön der Cocktail. Ja, den sollten wir ohnehin lieben und pflegen. Und wenn wir das denn machen, da gibt es einen wunderschönen Nebeneffekt. Wenn ich keine Nahrung mehr aus dem Supermarkt kaufe, die mit Glyphosat und anderen Giften verseucht ist, dann gibt es keinen Grund mehr, warum diese Nahrung angebaut werden sollte. Dann gibt es keinen Grund mehr, warum die Bauern die Äcker verseuchen und töten sollten. Kein Grund mehr, warum Monsanto Chemikalien produzieren sollte, weil niemand mehr Monsanto diese Chemikalien abkauft. Das ist so wichtig, was der gerade sagt. So. Und das ist auch, wenn Leute einem sagen, ja, was soll ich als Einzelner schon verändern? Du kannst als Einzelner sehr, 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 sehr viel verändern. So, lass dir diese Macht nicht wegnehmen. Wenn du dich dafür entscheidest, diese Dinge nicht mehr zu konsumieren und deinen eigenen Weg zu gehen und das zu tun, was dir und deinem Körper am besten tut, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du eventuell jemanden in deiner Umgebung damit auch anstecken wirst. Vielleicht hast du eine Reichweite, so wie ich, und teilst es dann mit Leuten und die fangen dann damit auch an, so. Und somit kannst du eine Lawine auslösen. Auf einmal werden das immer mehr Leute tun, so. Und wenn man sich hinsetzt und sagt, ja, ich als Einzelner kann eh nichts verändern, dann resignierst du. Dann gibst du denen die Macht, so. Aber wir haben die Macht in uns. Wir können entscheiden, was wir supporten und was wir zu uns nehmen und was nicht. So jeder von uns. Jeder Einzelne. Und da haben wir nicht nur uns selber geheilt, sondern ganz nebenbei, ohne kämpfen zu müssen, auch noch den Planeten gerettet. Wenn wir aufhören, das Fleisch zu essen, was mit Stresshormonen und Folterenergien vollgestopft ist. Das ist, ich fühle den gerade hart. Ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eine Sache, über die machen sich Menschen gar nicht mehr Gedanken heutzutage, über Energien. So. Dass dieser Stress und diese Folterung und diese ganzen Sachen sich auch in das Fleisch quasi reinbrennen. So. Dass diese Energie vorhanden ist und du das konsumierst, wenn du dieses Fleisch isst. Von diesen verwahrlosten Tieren, die in ihrem Leben nicht mal eine Sekunde lang glücklich waren. So. Weil sie nur gezüchtet wurden, damit sie geschlachtet werden dann so. Kein guter Umgang, keine gute Haltung, keine gute Ernährung. Und du denkst echt, dass dieses Fleisch, was du von den Tieren konsumierst, guten Effekt auf dich und deinen Körper hat, Bro? Das ist der Machtinstrumente, mit denen die Schwarzmagier die Weltbevölkerung kontrollieren. Oh shit, Digga, der ist ja mies am Recherchieren, der Cousin, Digga, feier ich. Systematisch werden jedes Jahr Milliarden von Tieren in der Folterhölle gehalten, produzieren Folterenergien, die statt Liebe verwendet werden, um diese Biosphäre zu administrieren. Früher lief mal alles auf Liebe. Da gab es einen Liebesfluss und hat hier für Ordnung gesorgt. Jetzt haben wir die Schwarzmagier in der Politik. Krasser Typ, Mann.
Das ist genau das, was ich fühle. Es fehlt so krass an Liebe in unserer Gesellschaft, auf dieser Welt. Die das Leid. Geiler Typ. Der Tiere benutzen, um hier alles durch Folterenergien zu ordnen. Das ist das andere System. So funktioniert das. Und solange wir diese Tiere essen, werden diese Tiere gefoltert werden. Solange wir diese Tiere essen, sind wir voll mit diesen Folterenergien und bieten sozusagen uns als Resonanzkörper an für deren Administration mit Folterenergien. Und wenn wir aufhören, diese Tiere zu essen, werden sie auch nicht mehr gefoltert, weil niemand mehr dafür bezahlt wird, sie zu halten und sie zu foltern. Dann haben wir uns selbst gerettet und ganz nebenbei auch noch das Leid von diesem Planeten verbannt, was im Moment noch über die Tiere gebracht wird. Das ist voll schön, wie der das ausdrückt. So. Unterschätzt es nicht, was Leid generell in der Gesellschaft oder in der Welt für negative Effekte haben kann. Umso mehr Leid in der Gesellschaft stattfindet, egal in welchem Bereich in der Welt stattfindet, so, umso mehr Leid es gibt, umso negativer schwingt die ganze Welt. So. Also wenn nur, keine Ahnung, ein Mensch weniger leiden muss, würden wir uns alle besser fühlen. Das ist, was Leute gar nicht mehr richtig verstehen, so. Ja, was hat der mit mir zu tun? Was ist, wir sind alle, wir hängen alle zusammen. Wir sind alle Wellen auf einem Ozean, Digga. So. Weißt du? Und wenn ein Mensch weniger leidet, dann geht's uns allen besser. Fertig aus. Und wenn ein Mensch mehr leidet oder Tiere mehr leiden oder die Umwelt mehr leidet, dann leiden wir alle mehr. Die meisten Leute spüren das nicht mehr. Aber du kannst es spüren und merken, so. Weißt du? Ich fühle viel. Ich fühle, wenn die Welt in eine negativere Richtung geht, so. Ich habe gefühlt während Corona, wie viele Menschen miserabel geworden sind und wie viel negative Energie hochgekommen ist, so. Weißt du? Ich fühle das, Digga. Manche Menschen können das fühlen. Und die machen auch ihr Maul dann auf, weil sie diesen Schmerz nicht ertragen. Weißt du, was ich meine? Aber die meisten Menschen spüren das gar nicht mehr so. Also es ist eigentlich so zwingend einfach und wunderschön, dass ich mich frage, ob irgendjemand hier morgen noch Fleisch essen können dürfte. Eigentlich nicht. Wenn man das an sich herangelassen hat, wenn man weiß, welche Verantwortung man auf sich nimmt, wenn man dieses Leben sozusagen weiterlebt. Und jeder, der nicht weiß, worum es geht, der kann sich mal den Film angucken, Earthlings, Erdlinge. Da wird beschrieben, wie wir mit... Krasser Film. ...unseren Mitlebewesen auf diesem Planeten umgehen. Und ich kenne keinen, der weniger als 3 Tage geflennt hat nach dem Angucken dieses Films. Ich kenne viele, die nach 10 Minuten ausgeschaltet haben. Ja, viele Leute ignorieren das dann auch, damit sie in ihrer Wohlfühlzone, in ihrer Komfortzone weiter abhängen können und sich da keine Gedanken drüber machen soll. Ich kenne viele Leute, die Fleisch konsumieren und die aufhören würden, wenn sie sich das reinziehen würden, und deswegen ziehen sie sich das nicht rein. Einfach kein Bewusstsein aufbauen, dann ist alles gut. Ist aber nicht gut, Bro. Heißt nicht, dass... Weißt du, was ich meine? Das Earthlings. Erdlinge auf Englisch. Ich küsse dein Herz. Ich fand das sehr schön. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, das können wir uns hier auf den Tacho schreiben. Meine lieben Freunde auf YouTube, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr Bock habt, dass wir auf das ganze Video reagieren. Ich werde das definitiv... Okay, das Ganze vielleicht nicht, das geht 2,5 Stunden, aber ich werde es definitiv auf die Liste draufpacken hier. Ein schöner Vortrag, sehr sympathischer Dude, wichtige und richtige Sachen angesprochen. Ich küsse eure Zirbeldrüse, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare reinschreiben. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin. Peace out. Gang.